Wir begrüßen euch zu einem neuen Video von uns. Ich bin der Johann Trompacher. Ich bin der Andreas Meyer, grüß euch. Und in dem Video geht es jetzt um Outdoor Kitchen, also Outdoor-Küche. Und wir möchten euch die K4-Kasten vom Verbetromax heute vorstellen und auch gleich ein Kartoffelgratin drinnen machen. Und zwar die K4 von Petromax ist eine reine Gusseisenpfanne bzw. Kastenform, wo ihr alle möglichen Kleinigkeiten drin machen könnt. Ihr könnt Lasagne drin machen, Aufläufe könnt ihr drin machen, gefüllte Paprika, Brot könnt ihr drin machen, auch an offenen Feuer. Ihr könnt es verwenden in der Küche, Outdoor, T-Shirt. Ihr könnt es überall tun, ist auch induktionsfähig, weil es reines Gusseisen ist. Das haben wir auch schon im vorigen Video, ja. Das blende ich jetzt da oben ein bei der Infokarten. In unserem vorigen Video haben wir das auch schon beschrieben, wie gesagt, dass man da einfach auch weggeht und sagt, ja, das ist jetzt nur für Outdoor. Ja, natürlich ist das Outdoor-Kitchen fürs offene Feuer genauso geeignet wie für Kohle oder für ein Gas oder für einen Gaskocher. Aber wie gesagt, der Andi hat bei seiner Lebensgefährtin nur die Möglichkeit, dass er da am Balkon Grüner, auf Gas genau. Oder genauso die ganze Geschichte. Dass er sie bekochen kann, wie gesagt, am Balkon. Und also, dass man davon auch weggeht, dass man das jetzt nicht nur Outdoor verwenden kann. Genau. Firma Petromax haben wir auch vorher schon mal beschrieben, ist eine deutsche Firma. Wie gesagt, einfach für mich zwei Daumen nach oben, weil es einfach eine europäische, wie gesagt, deutsche Firma ist, was über 100 Jahre schon besteht. Und das merkt man aber wirklich auch an der Qualität. Und wie du auch schon beschrieben hast, es ist nicht beschichtet. Nicht beschichtet. Also nichts Gesundheitsschädliches drin, Natur pur, kann euch nichts passieren, ihr könnt das nicht abkratzen oder sonst irgendwas, ihr esst so nichts mit. Ganz eine einfache Geschichte, simpel einfach zum Kochen. Wie gesagt, ihr seht es ja auch schon wieder da, brauchen wir das einmal so, der kleine, das ist so schwer, der kleine Henkel wieder. Warum der kleine Henkel? Das hat einen Sinn, weil ihr habt es nämlich von der Firma Petromax, es gibt einen Deckelheber, den braucht ihr unbedingt, weil die Gussform ziemlich heiß sein wird. Da tut es euch schwer mit den ganzen Oberheben. Ihr geht her, hebt den Deckel da rein, hebt den Deckel runter, könnt ihn wieder draufsetzen, Deckel ja weg, könnt ihr ohne Handschuhe betreiben, klasse Feder oben, dass ihr nicht verbrennt. Ganz eine super Geschichte. Finde ich super cool, wie gesagt, taugt mir. Ja. Heute, wie gesagt, geht es um Kartoffelgratin. Kartoffeln ist einer meiner, Hauptnahrungsmittel in jeglicher Form. Und wir haben da schon ein bisschen was vorbereitet, wie ihr seht. Wie gesagt, die genaue Rezeptur, bitte nagelt uns jetzt nicht fest, das schreibe ich euch unten ins Feld rein. Wie gesagt, unten in die Beschreibung findet ihr nachher auch das Rezept dazu. Was haben wir da jetzt, wie gesagt, vorbereitet? Also, brauchen wir nicht viele Zutaten, wir brauchen ein paar Erdäpfel dazu. Dann Sahne, ganz wichtig, 200 ml Milch, Baconscheiben, dann haben wir noch einen Käse. Ganz wichtig, Muskat reinreiben, ja. Das ist ganz wichtige Geschichte. Dann haben wir wieder unser Schmalz, damit die Petromax-Form drin ein bisschen auspinseln kannst, damit da nichts bicken bleibt. Dann haben wir noch eine Speckwürfel drin da dabei. Und mehr brauchen wir dazu weiter. Ja, Zwiebeln, genau. Sicher da vorne noch Zwiebeln. Zwiebeln ist noch da, genau. Und eine Microplane, beziehungsweise noch einen Sparschäler, das leichter geht mit den Kartoffeln schön. Also wie gesagt, Kartoffeln können nachher ganz normal geschält und das alles. Und Salz und Pfeffer. Genau. Die Reiben hast du auch noch da für Muskat, das haben wir ja schon mal voll gut aufgestellt. Mehr brauchen wir dazu nicht. Genau. Dann gehen wir es einmal an und fangen einfach einmal an. Ich gehe Kartoffeln schön. Viel Spaß dabei. Wenn es immer so schnell geht, das, wie gesagt, Zwiebel ist fein gehackt, besser gesagt in Würfel geschnitten. Kartoffeln sind runtergeblättert. Der Andi hat schon Speck. Also als erstes mit ein bisschen Fett ausgepinselt, jetzt hat den Speck reingelegt. Und jetzt werden wir die ganze Sache mal anfangen zum Befüllen, dass ihr seht, Step by Step, wie wir das machen. Genau, jetzt werden wir schichtenweise einlegen, machen wir auch eine Schicht von den Kartoffeln da rein. Da tun wir ein bisschen Muskat drüber, unbedingt bei jeder Schicht auch ein bisschen Muskat drüber, das ist ganz wichtig. Da muss man nicht unbedingt sparen, weil dann ist sehr super geschmacken. Also Schicht für Schicht auf, dann tun wir noch eine Schicht von den Speckwürfeln dazu auf. Wieder eine Schicht Kartoffeln drauf und ganz zum Schluss kommt noch der geriebene Käse noch drauf und darunter noch die Zwiebeln und die Sahne drauf. Mit der Milch. Mit der Milch. Dann fangen wir mal an, oder? Ja. Perfekt. Du fängst einmal an mit Kartoffeln, oder? Und ich check halt das einmal da mit dem Muskat. Mit dem Muskatwürfel. Du checkst das mit dem Muskat.
einmal Muskat. Boah, der Reim geht gut. Bist du narrisch? Einmal Muskat. Die Microbrain. Generell beim Muskat. Halt. Fehler passieren. Generell beim Muskat, generell bei Kartoffeln und Muskat würde ich mit Muskat nicht sparen. Das ist das gleiche wie beim Kartoffelpüree, da spare ich auch nicht. Muskat kann man da immer vorwärts. Also ist einer der wichtigsten Bestandteile, alles was mit Kartoffeln zu tun hat. So. Speckwürfel noch drüber, deine nächste Schicht Kartoffeln. Tust du zwischen Salzen auch oder Pfeffern? Oder tust du das war eine Schicht und ein Salz, weil unten der Bacon selber auch ein bisschen gesalzen ist, da ist da unten nicht drauf salzen. Erster Stück weiter oben. Weil sonst wird das Ganze zu salzig da unten. So, ein bisschen Muskat. Da sind auch teilweise die Speckwürfel auch ein bisschen vorgesalzen, dass das nicht zu viel wird. So. Muskat hat eine gute Qualität, was ich da sehe. Bist du narrisch? Ja. Pfeffer. Die Qualität haben wir von Muskat. Salz. Und die nächste Schicht Kartoffeln. Ich habe es wieder einfacher. Ich bin einfach der, was ich Muskat noch rein muss und nicht mehr machen muss. Dafür darfst du die Zwiebel schön schneiden und den Knoblauch, wenn wir brauchen. Ja, das habe ich gemacht. Du merkst, da kommt wieder der gelernte Koch bei mir raus. So schnell bin ich da leider nicht. Wie gesagt, da halten wir zusammen. Pfeffer, Salz, einmal und Muskat. Dreimal dürft ihr raten. Muskat. Eine der tollen Sachen an Autokitchen ist auch das, dass man einfach so viel botzen kann und man daheim kein Problem mit der Frau kriegt. Weil, wie gesagt, ich bin Großküchen gewohnt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn ich daheim koche, dann könnt ihr euch vorstellen, könnt ihr euch vorstellen, was meine Frau für eine Freude hat mit dem, wie es ausschaut daheim, weil... So, jetzt ist die letzte Schicht, jetzt tun wir da die Zwiebel drüber. Du hast den immer ganz am Schluss oben drüber. Ganz am Schluss drüber, ja. Mhm. Saft und Zwiebel, das geht dann sowieso nach unten. Also, nächster Tipp. Zwiebeln oben drüber, weil wenn die Zwiebeln noch an Flüssigkeit lassen und das alles, geht das nachher nach unten. So, die letzte Schicht. Kartoffeln noch drauf. Der putzt mir da gleich so rein da. Wie gesagt, die Rezeptur, was ich eh schon vorher beschrieben habe, die zeige ich euch oder die zeige ich euch nachher unten, wird unten in die Beschreibungen packe ich euch die rein, weil wie ihr seht, ist das genau mit dem, geht sich das super perfekt aus, dass man da das schön befüllt. Einmal Muskat noch bitte. Einmal Muskat noch, natürlich. Perfekt. So, jetzt haben wir die Sahne drüber. Da werden wir ca. 400 ml brauchen. Schauen wir, dass das nicht entschwindet werden. Ein bisschen eine fettige Geschichte, aber kann man als Hauptspeis oder als Beilage genauso verwenden. So, dann haben wir gesagt ca. 400 ml. Jetzt kommt noch die Milch rein. Die Milch ist auch wieder deswegen da, dass du einfach sagst, dass es ein bisschen sämiger wird. Ein bisschen sämiger wird, genau. Schon super schön putzt. Jetzt kommt nachher noch die restlichen Speckwürfel drauf. Das schaut jetzt schon gut aus. Und dann noch unseren geriebenen Käse. Da könnt ihr nehmen, was euch gerade beliebt. Emmentaler, Pizzakäse. Oder jetzt sagt ihr, würdet ihr nur Mozzarella aufgerieben haben oder gemischt. Das ist stellt euch frei zur Auswahl. Oder ihr reibt ein Parmesan zum Beispiel drüber, das ist auch möglich. Wenn ich in Italien bin, verwende ich zum Beispiel einen Grande Padano, der ist bei mir direkt aus der Region und lokal. Und wenn ich daheim bin, dann schaue ich, dass ich einen richtig guten Bergkäse erwische, weil ein Bergkäse. Ja. Einen schönen, deftigen Käse, ja. Schadet sicher nicht für einen guten Geschmack. So, jetzt haben wir schon ziemlich voll mit der Form. Mehr, wenn man ein Stückel geht, dann ein bisschen Käse rein. Perfekt. Erst noch reinputzen, dann haben wir das da. So, Deckel zu und ab an den Grill. So, wie gesagt, die Sache ist jetzt da fertig. Petrofax-Form ist gefüllt. Ich weiß nicht, ob ihr das eh schon zugeschaut. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ab an den Grill. Die Kohlen sind schon vorheizen.
Also du bereitest die Kohlen immer vorher vor? Genau. Mit und in einen Anzündkamin rein die Kohle, weil sie braucht ca. 20 Minuten zum Aufheizen. Dann schauen wir, dass der Grill mal ein bisschen auf Temperatur kommt. Aber wie gesagt, man kann ja die Kasten von, könnt ihr ohne weiteres bei euch in den Herd reinstellen. Da würde ich vorschlagen, ihr macht das so ungefähr mit 180 Grad Umluft. Oder beziehungsweise wir machen es heute am Grill auch oben. Wir legen noch oben eine Kohle drauf für die Oberhitze, dass der Käse schön schmilzt. Und wir legen oben unten ein paar Kohlestücke noch rein und machen dann auch mit Deckel zu, weil heute ist es ein bisschen windig auch, dass wir uns im Grill dann die Temperatur halten können. Somit haben wir den Effekt gleich wie in einem E-Herd zu Hause in der Küche. Genau. Lässt du normalerweise offen? Nein, den Deckel? Den Deckel mache ich immer zu. Okay. Deckel mache ich immer zu, dann bleibt das Ganze schön saftig. Wie gesagt, ich sehe ganz ein leichter Spalt drin, die Flüssigkeit kann ein bisschen verdunsten auch. Wir müssen da dazwischen reinschauen, dass wir nicht oben zu viel Kohle drauf haben, dass uns der Käse nachher nicht verbrennt. Das ist im Eher okay. Natürlich leichter, hast du immer oben unterhitzt, dasselbe, oder bei der Umluft habt ihr immer das Gleiche. Im Griller schaut die Geschichte ein bisschen anders aus und dann offene Feuer sowieso. Okay, wie gesagt, wir sind aufgestellt, ja. Die Kohlen sind schon drinnen und da werden wir euch jetzt da gleich einmal ein Close-Up machen mit der Kamera, dass ihr seht, wie der Andi das da jetzt da reinstellt und wie er das jetzt da präpariert im Ofen drinnen, oder besser gesagt im Griller drinnen mit der Kohle. Wie gesagt, ganz wichtig eben, dass unten und oben Kohle drauf ist, dass ihr eine konstante Hitze wieder... Genau, dass ihr Oberhitze und Unterhitze habt. Wenn es nur von unten ist, wird der Käse oben wieder nicht schön braun werden. Dann gehen wir es an, oder? Okay, super. Auf an der Küche. Perfekt. Ist ja schön gelaufen, oder? Ist ja schön gelaufen, oder? Ich glaube, mit den ganzen Tipps und Infos, was wir euch jetzt da gegeben haben, werdet auch ihr ein super tolles Kartoffelgratin entweder outdoor am Wasser oder wie auch immer daheim zustande bringen. Ist nicht schwer, glaube ich, oder? Nein, ist relativ einfach. Gleich gemacht. Ist in 10 Minuten fertig gefühlt. Das war eigentlich auch der Grundgedanke, dass wir eigentlich einmal einfach anfangen mit einfachen Kochvideos, auch für die Leute, die was vielleicht nicht kochen können und nicht so begabt sind in der Küche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Es werden definitiv weitere Videos natürlich von uns folgen mit ja, den ein oder anderen Outdoor-Kitchen-Geschichten. Wenn Sie Ideen habt, was vielleicht gern sehen möchtet, bitte schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich würde mich natürlich weiters auch über ein Like oder auch über ein Abo freuen, weil auch von uns weitere Videos speziell mit Outdoor-Kitchen folgen werden, mit der Outdoor-Küche. Und ja, ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen. Danke und bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Video. Euer Hans, euer Jörn Trappacher.